war ein polnisches und ein Reiseunternehmen und die sind heute so um 5 Uhr morgens von der Fahrbahn abgekommen. Warum, kann ich Ihnen auch noch nicht so genau sagen. Haben wir so sehr viel Glück gehabt. Ich habe eben schon mit dem Daniel Lörcher, das ist so mein Ansprechpartner für diese Reise von den Unities, von unseren Ultras, und mit dem haben wir das auch damals geplant. Der hat mir gesagt, dass sie sehr viel Glück gehabt haben, dass aber im Prinzip alles in Ordnung ist. Es sind zwei leicht Verletzte, die sind auch prophylaktisch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der hat mir auch bestätigt, dass die polnischen Behörden sich sehr gut um unsere Leute da kümmern. Die sind dann alle in ein Hotel gebracht worden und sind da zum Frühstück eingeladen worden. Und also im Prinzip sind alle noch mal einigermaßen mit dem Schrecken davon gekommen. Und ich habe ihm auch jetzt zugesagt, dass egal welche logistische oder wie auch immer geartete finanzielle Unterstützung da noch vonnöten ist, werden wir die natürlich als Borussia Dortmund geben, klar.